Luska, ciao. Du bist ein weirder Typ. Guten Abend, die Damen. Ich glaube, die Märkte haben sogar noch offen. Die haben dauerhaft offen, ne? So, da ist eine Rito, Ruto, wie auch immer. So, dann nehme ich erstmal Elektrofeile, die brauche ich. Ja, hier, nimm, bald, friss. Dann Holzfeuerpfeile, ja, komm, gib her. Holzpfeile, ja, komm, gib her. So, Eispfeile und da sind noch Bombenpfeile. Brauchen wir aber erstmal nicht. Wir können noch ein paar Sachen kochen, aber ich glaube, wir lassen das. Eine Sache, die ich auf jeden Fall jetzt machen möchte, ist diese Zora-Mission zumindest anfangen. Das heißt, wir gehen schon mal zu den Zoras, um halt die Tabu Rasa-Geschichte weiterzuführen. Weil damit müsste auch irgendwann fertig werden. Das möchte ich zumindest haben, bevor wir das ganze Spiel beenden. Just saying. Ach, so früh noch, interessant. Ja. Haben ja noch Zeit ohne Ende. So. Das sind so. Ui, ist das hoch. Das ist hoch. Ui, du hast mich erschreckt. Verzeih mir. Bei meiner Wenigkeit handelt es sich um Reed. Vom Volk der Zoras. Scheinst du mir ein Reisender zu sein? Bitte sag mir, was machst du hier oben? Was machst du hier oben? Scharfsinnig, eine überaus scharfsinnige Frage. Meine Wenigkeit hat sich zusammen mit Prinz Sidon aufgemacht, um einen Hylianer zu finden. Ich habe hier Mittagsschlaf gehalten, als mich plötzlich ein gewaltiger Lärm wirkte. Alles bebte und ich war auf einmal hier oben. Ich bin natürlich wieder runter, aber der Turm ist so hoch, dass ich nicht weiß, wie ich das anstellen soll. Wenn mich doch nur der Prinz bemerken würde, er ist immerhin auf der Brücke direkt unter uns. Aber warte mal. Du bist doch ein Hylianer. Was für ein Glück. Prinz Sidon, ich hab ein. Hier ist ein Hylianer. Prinz Sidon scheint mich wirklich nicht hören zu können. Vielleicht wäre es das Einfachste, wenn man von hier aus in den Fluss springen würde. Dann kämen wir zum Prinzen. Nein, 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 das ist viel zu hoch. Anstatt zu Prinz Sidon würde ich wahrscheinlich ins Himmelreich gelangen. Verzeih mir, Hylianer, meine Wenigkeit wird noch eine Weile gebrauchen, um zu Prinz Sidon zu gelangen. Lass mich einfach hier zurück und geh schon einmal vor. Ich werde mich erstmal umziehen, denn das ist peinlich, was ich an. So, als Kopfbedeckung trage ich das. Und als Fußbedeckung trage ich das. Was habe ich denn? So, er meinte prinzipiell und sei an der Brücke, also gehen wir zur Brücke. Ingo-Brücke. Hey, du da! Hier bin ich! Hier! Und ha! Sidon, Prinz der Zoras. Ja, du bist ein Hylianer, oder? Kaum zu glauben, endlich habe ich einen gefunden. Ah. Oh, ich dachte schon, ich finde nie einen Hylianer. Oh, Verzeihung. Ich bin Sidon, Prinz der Zoras. Wie heißt du? Wer sagt mir deinen Namen? Ah. Link? Link also. Ein guter Name. Habe ich ihn schon mal irgendwo gehört? Egal, ein guter Name. Lass dich mal ansehen. Du dich bewegst, deine Körperspannung, du bist ja das Besondere. So viel ist klar. Ha? Link. Stark, oder? Sag mir, dass du ein starker dänischer Krieger bist. Bin ich. Oh, ich wusste es. Aber ich bin ja auch der Prinz der Zoras. Da kann man erwarten, dass ich ein Auge für sowas habe. Ha? Gut. Witze. Ich habe einen wie dir gesucht, Link. Nach einem Mann, der eine Aura der Stärke ausstrahlt.
Hör mich an. Meine Heimat, das Dorf der Zora, ist in Gefahr. Der Titan des Wassers, Maruta, lässt Tag ein, Tag aus unaufhörlich Regenfluten auf uns herabprasseln. Wir brauchen dich im Dorf der Zoras. Willst du uns helfen? Okay, wirklich? Danke, Link. Ich sehe, ich habe dich richtig eingeschätzt. Das Dorf des Zoras ist so gut wie gerettet. Bitte beeil dich. Der Regen hat die Klippen hier nass und rutschig gemacht. Da kann man nicht hochklettern. Wenn du diesen Weg folgst, kommst du zum Dorf. Für Liana ist der Weg sicher nicht einfach. Schließlich kannst du nicht wie wir flussaufwärts schwimmen. Aber hier gibt es Monster, die mit Elektrizität angreifen. Da stehen dir harte Kämpfe bevor. Nicht verzagen, mein Freund. Oh, das war noch was. Ich muss dir noch was geben. Das Geschenk von mir. Ich drück die Flossen. Elektromedizin. Mhm. Diese Medizin erhöht den Widerstand gegen Elektrizität. Diese Medizin ist wohl für Liana gedacht. Jedenfalls bringen sie uns sowas nicht viel. Ein ziemlicher Fehlkauf. Aber dir müsste sie helfen. Geh schon mal vor und stell sicher, dass auf dem Weg keinerlei allzu großen Gefahren liegen. Verlass mich auf dich. So, damit gehen wir mal eben das Dorf des Zora-Quest, eine Hauptquest. Welche Schuhe habe ich angezogen? Okay, ich würde sagen, ich ziehe mal lieber die an. Eine bessere Idee. Noch. Toll. Rotexer und ich. Was mache ich? So, ich hoffe, er hat es jetzt gemerkt. Ich glaube, dieser Indikator ist neu, oder? Das Hupen. Aua! Backen. So, Willst du mich verarschen? Toll. Toll. Perfekt. Das habe ich jetzt auch noch gebraucht, weißt du? Nee, Spiel, nein. Nein, Spiel. Einfach nein. Nein, Spiel. Hör auf. Böses Spiel. Toll. Die Nacht des Blutmondes ist erneut gekommen. Link, sei auf der Hut. Es wäre eigentlich eine gute Zeit, um was zu kochen, weißt du, aber... Nee. Okay, toll. Cool. Toll. Ja, toll, danke. Was? Mach die Klaue. Danke, hey. Sieben. Hey, Link! Start. Tut mir leid, dass ich dich aus dem Wasser anspreche. Ich muss noch einmal den anderen Bescheid sagen, aber ich bin froh zu sehen, dass du gut vorankommst. Seit dieser Dauerregen angefangen hat, treiben sich hier furchtbare viele Monster rum. Gib auf dich Acht, mein Freund. Die Zoras brauchen dich. Niemand braucht dich, Sidon. Niemand braucht dich. Weißt du was? Ganz einfach. Ich mach den Exploit. Wenn man auch ganz geil die Klauen nennen kann, wenn man will. Ernsthaft. Sebastian, ich geh jetzt ein bisschen offroad weiter. Und dann eine Abkürzung nehmen. Ich hoffe jetzt nicht, dass es eine Abkürzung ist, die uns irgendwie Story erspart. Wäre nämlich schade, aber. Doch Feuerfalle gut, oder? Sonst nehme ich halt mal eben kurz den Meteorrad. Kochen, nee, was kochen eher nicht, aber. Eben kurz warten, bis. Sag, das ist dabei.
kann auch, wenn ich ganz genau weiß, wo wir sind, kann ich euch sagen, was ich mit Story-Elemente meine. Denn es gibt ja so Tafeln, die kann man lesen. Das ist schon hammergeil eigentlich. Ja, als ob ich das nicht sehen würde. Am Arsch. Schade, schade, Schokolade. Neuer Versuch. Tipps für das Abenteuer. Wenn du Schwierigkeiten mit Fallen hast, verschaff dir mit Essen und Medizin einen Vorteil. Da fällt mir gerade was ein, wo wir gerade gestorben sind. Es gibt verschiedene Arten, wie man Zelda nochmal ein bisschen aufmischen kann. Wie man Zelda nochmal ein bisschen geiler gestalten kann. Denn es gibt von Fans für Fans sowas, das nennt sich, das nennt sich Challenges. Man kann das Spielgeschehen für sich ein bisschen verfeinern. Indem man, nein. Indem man, ich sag jetzt mal, indem man zum Beispiel Sachen macht. Ich erzähle euch gleich, was ich meine, aber ich glaube, hier war noch was Storymäßiges. Ja. Aha, Link. Du hast jetzt den halben Weg hinter dir. Ach, richtig. Da vorne gibt es leider eine Stelle mit vielen wütenden Monstern. Das wäre ja gelacht, wenn du dich von so etwas aufhalten lassen würdest. Ich glaube an dich, Link. So, auf jeden Fall gibt es Challenges, die das Spiel halt ein bisschen interessanter machen sollen. Natürlich sollte man sowas machen, wenn man das Spiel schon einmal durch hatte. Eine Challenge machen wir ja gerade. Und das ist die Challenge. Drei Herzen machen wir. Wobei drei Herzen. Oh, toll. Wir machen die Drei-Herze-Challenge. Das ist zum Beispiel eine, die wir machen. Es gibt dann noch die Pazifisten-Challenge. Das heißt, man schlägt kein Tier und holt sich keine Waffen. Basis. War das? Ich glaube, das war die Pazifisten-Challenge, ne? Auf jeden Fall gibt es diese Challenge. Das heißt, wir sind an dieser Storyboard vorbei. Egal, das Storyboard kann man noch lesen. Wenn die Gegner jetzt dafür nicht interviewen. So, die Geschichte des Volkes der Zora, erster Teil. Das ewig währende Dorf der Zoras. Niedergeschrieben von Dorfan, König des Zoras. Der Zoras. Seit Anbeginn der Zeit ist Ranel dank seiner häufigen Regenfälle ein Land voller klarem, frischem Wasser. Aus seiner Suche nach Wasser fand das Volk der Zoras vor 10.000 Jahren diesen Ort und ließ sich hier nieder. Das war die Geburt des Dorfes der Zoras. Ranel war nicht nur reich an Wasser, sondern hielt auch reichhaltige Erzvorkommen bereit. Dies führt zur Entwicklung einer besonderen Steinmetzkunst, die zur Grundlage aller Zora-Bauten wurde. Das Dorf wurde in Form eines einzigen Skulptur erbaut, das Meisterwerk der Zora-Architekten. Diese Kunst wurde zum Stolz des Volkes sorgsam von Generation zu Generation weitergegeben und geführt. You kidding me, aren't you?
So, den Schimpfen haben wir schon mal ausgeschaltet. Ich hoffe, dass wir den Schimpfen soweit ausgeschaltet haben. Starker Exalbogen, Exalschild mal nicht, du Exalbumerang auch nicht. Ja, Bogen mit Kion. Ah. So, so, und. War ich stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung mehr. Ach ja, bei den Challenges. Wir machen die 3-Herzen-Challenge und dann gibt es noch Challenges, wie zum Beispiel Pazifisten-Challenge, dass man keine Leute schlägt. Es gibt auch die Challenge, dass man mit niemandem spricht, außer mit dem alten Mann. Und halt mit Zelda vielleicht. Und ich glaube auch noch mit Impa. Hört sich erstmal komisch an, aber das soll halt unnötige Konversation aus. Fitkröte. Die Fitkröte, habe ich gerade gesagt. Soll halt diese unnötigen Konversationen unterlassen. Das heißt, dass dann quasi anhand... Also, dass halt nur mit den Personen gesprochen wird, die man auch wirklich vereinbart. Weil, wenn man mit den anderen spricht, dass man die Challenge so gesehen verkackt hat. Noch geiler ist, es gibt die Challenge, dass man jedes Mal, wenn man ein neues Gebiet hat, also jedes Mal, wenn man an dieser Türme gemacht hat, Tabula Rasa macht. Das heißt, man macht Eventide, das nennt sich Eventide Challenge, weil diese Challenge beruht auf dieser Insel Eventide Challenge, Eventide Island. Das ist jetzt hier diese Insel. Da, wenn man da drauf kommt, kriegt man alle Sachen abgenommen und soll neue Sachen suchen. So, jetzt ist die Sache hier. Wenn man auf dem Plateau alle Sachen gesammelt hat, die man sammeln kann, oder generell Sachen gesammelt hat, so, dann lässt man die Sachen, wenn man dieses Plateau verlässt und den ersten Tempel gemacht hat, den ersten Turm gemacht hat, lässt man dann liegen und nimmt sich neue Sachen. Oder ich glaube, es war sogar so, wenn man neue Bereiche betritt, wo man weiß, dass es Bereiche sind, dann sollte man, glaube ich, auch die Sachen einfach liegen lassen, neu beginnen, alles neu machen, Eventide halt. So, das ist eine Challenge. 3-Herzen-Challenge habe ich ja schon erwähnt. Da gab es noch andere Challenges. Speedrun ist auch so gesehen eine Challenge. Da gibt es ja schon noch weitere Challenges. Muss ich nochmal nachgucken, wie die alle hießen. So, ich glaube, Sidon kommt. Sidon ist gleich hier irgendwo hier unten, wenn man in der Mitte ist. 3, 2, 1. 2, 3, 1. 5, 6, 7. Hey! Hallo Link! Hier bin ich, hier unten! So nah und doch so fern, was? Aber ich wusste, dass du diese Brücke überqueren würdest. Nicht mehr lange, dann kommst du zum Dorf der Zoras. Ich bin schon mal vor, wir sehen uns dann im Dorf. Oh nein, Link! Und hinten kommt ein Monster auf dich zu. Pass auf! So. Entschuldige. Aber das musste jetzt sein. Die Sachen laden sich immer wieder auf, übrigens. Also, die man dazu bekommt. Ich weiß nicht, was man genau... Ach ja, was kriegt man hier nochmal? Ach ja, was kriegt man? Ich muss gerade überlegen, was man hier für eine Fähigkeit kriegt. Man konnte sich natürlich von vornherein schon informieren, was man hier bekommen kann. Um mal abzuwägen, nehme ich jetzt zum Beispiel das, nehme ich das, nehme ich, nehme ich das. Mit Titan heißt halt in dem Fall auch vier Fähigkeiten.